So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und zwar gegen Union Berlin. Das Hinspiel haben wir noch verloren und im Rückspiel soll es heute dann weitergehen. Soll es heute die Rache geben? Mehr oder weniger Rache, ja. Schauen wir mal. Los geht's. So, Scout-Berichte. Vorwärts gerade ist egal. Aber jetzt momentan keinen Spieler mehr brauchen. Zumindest jetzt nicht für die Saison. Danach geht's doch. Ah, jetzt kommt. Dick de Vries delegieren. Laie. Kurt Laie ein Jahr. Und zwar ohne eine Kaufoption. Gehen wir jetzt mal ins Spiel. Kümmern wir uns danach drum. So, ich guck drauf. Warum sollten wir irgendwas ändern? Wir haben das Spiel, wie auch immer, wir haben das Spiel in Dortmund gewonnen mit 2-1. Und ja. Wollen jetzt natürlich die Union schlagen und Sieg Nummer 6 in Folge und 5 haben wir. Der sechste soll unbedingt folgen. Gut, gehen wir rein ins Match. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Als Topscorer der Liga will er natürlich auch heute wieder zuschlagen. Ist im Moment richtig gut drauf. Gleich geht's hier los. Hatte Dortmund einmal getroffen, hat den Ausgleich erzielt zum 1:1, zu kurz vor der Pause. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Ja, Union in Real Life ist absolute aktuelle Spitzenreiter. Hier ziemlich weit unten. Und wir machen uns weiter auf die Jagd nach den Bayern. Einen Punkt Rückstand, wenn wir es heute gewinnen, werden wir haben, wenn die Bayern nicht noch irgendwie ein paar patzen. Dann wären wir sogar Tabellenführer. Aber mal schauen. Wie gesagt, in der Liga sind die Bayern noch ungeschlagen. Im Pokal haben wir sie nach Hause geschickt. Da sind sie noch nicht so stark. Wie gesagt, seit 3 Jahren nicht im Finale gewesen. Wie gesagt, erste Saison haben wir ja gegen Leverkusen verloren. Mit 3:4. Und in der zweiten Saison haben wir gegen Dortmund glatt mit 0:3 den kürzeren gezogen. Die Saison haben wir gegen Dortmund 4 Punkte geholt. Und wie gesagt, die Bayern aus dem Pokal geschossen. Und Leverkusen haben wir ja auch, glaube ich, ziemlich deutlich 7:2 oder so. Ich war das. In der Liga haben wir ja gegen die gewonnen. So, gucken wir auf jeden Fall mal. So, geht jetzt gleich los ins Match. Wir haben Anstoß. Auf geht's. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Spieltag ist das Nummer 23, 22 ist es. 21 haben wir. Der Sieg gegen Dortmund war sowas von wichtig, weil eben. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Ja, mit viel Übersicht. Guckt die Chance, die haben die 1-0-4. Oh, boah, Tor Nummer 17. Der Sieg gegen Dortmund war wichtig, um halt an den Bayern dran zu bleiben. Wenn wir das Spiel verloren, dann wären es 4 Punkte gewesen wieder. Die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin das ist halt so. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. So. Gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Der erste kleine jetzt Schritt der Rache ist schon mal passiert. Richtig Fahrt aufnehmen. Hörig. Na, ah, spiel doch nicht in die Hacke. Ist der Ball. Von Fischer.
Ah, gut gemacht, gut dazwischen gegangen. Gutes Tackling. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Haraguchi. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Haraguchi, der im Real Life ja gerade nach Dings gewechselt ist, nach Stuttgart. Birger Solberg-Mailing. Alexander Hack. Da haben sie jetzt einige Optionen. Schäfer. Könnte der Ausgleich sein. Ne, Norbert hat was dagegen. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Ja. Union am Ball. Dings kam nicht durch. So lenkt Sterner. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und dann ist es doch 1-1. Der Ausgleich. Jetzt wird es nicht zu stoppen. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und der nächste Rückschlag. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Hat er gut gemacht. Da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Oh Mann, ey. 1-1, 20. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Solenki war es auf jeden Fall mit dem 1-1 Ausgleichstreffer. Aubameyang. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber Jon steht gut. Die stehen sowas von gut. Der Gegner am Ball. Schön gemacht. Super durchgesetzt. Ja. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Nein. Geht da diesmal voll nicht. In diesen Zweikampf. Und Aubameyang. Die Fans Aubameyang. 2-1. Er bringt sie wieder in Führung. Eine neue Führung. Haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Erneute Führung für uns. Die Wiederholung des Tors, da kommt zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Gut nachgesetzt. Jetzt den kleinen Momentum genutzt und Union wieder ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen. Sie hatten ja, oder wollten zumindest wieder drauf. Aber nein. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. 2-1 Bayreuth. Um dran, wie gesagt, an den Bayern zu bleiben, müssen wir, je nachdem wie sie spielen, heute. Schäfer. Also in ihrem Duell. Ja, schön. Ah, Union bleibt aber dran. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Und Aubameyang. Aubameyang und mehr. Macht er gut. Ja, der hat auch wieder eine Schlagerkette geschossen. Ecke kommt. Machen sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Die Szene erstmal zu Ende. Da wäre Platz für einen Konter. Und da zeigt der volle Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Schönes Ding. Aubameyang. Jetzt ist er drin. Zumindest war er dran. Das war, glaube ich, sogar ein Eigentor. Je nachdem, wie er es wertet jetzt. Er macht's. Jedenfalls. Ich hätte auf jeden Fall 3-1 für Bayreuth. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal an. Ja, ist ein Eigentor. Schade. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ja, das kann man es nicht beschreiben. Das muss er jetzt abhaken. Ja, Malik Ciao war es tatsächlich sogar. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Auf jeden Fall mal
dran gegangen. Wir haben auf jeden Fall die Führung. Also Oban war es noch nicht. Der bleibt weiter also torlos in den nächsten Partien. Traf ja nicht gegen Dortmund. Und traf jetzt auch momentan nicht zu den Union, aber man führt trotzdem 3:1. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass... So, weiter geht's. Halbzeit Nummer 2. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ja, Lauren Ulrich gut gemacht. Das machen sie gut, baut das Spiel schön auf. Können sie was draus machen? Da passt der Torhüter auf. Meret hat verhindert das Tor für eben jene Bayreuther. So, Lenke, der Torschütze zum Ausgleich. Schäfer. Und plötzlich der Ball durch. Piri kommt nicht hinterher. Nein, viel zu überhastet. Große Mühe. So einfach dürfen sie es dem Keeper natürlich viel zu überhastet hier. Eckloff. Jetzt Aubameyang. Aubameyang. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Jetzt können sie es machen. Super abgewehrt. Die Idee war gut. Versucht, die Idee war gut, aber die Umsetzung war halt schlecht. Aber bleibt dran, man bleibt ja dran, Ulrich. Aubameyang. Die Rufe der Fans, die Arme, jetzt ist er. Oder auch nicht. Und behindert immer noch das 4:1. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Man bleibt. Da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ecke. Ball kommt nicht durch, er macht zu. 61. Nächste Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und Raúl, und dann kommt auch so ein Kopfball raus. War kein guter Ball. Jetzt wechseln sie hier aus. Also man bleibt dran. Gut, dass das kein Pokal, kein Dingspiel ist. Kein K.O.-Spiel ist. Sonst wäre man nämlich jetzt noch unter Zugzwang und müsste noch mindestens 3 Schöner Tore schießen. Das könnte durchaus gefährlich werden. Jetzt eine Chance. Jetzt müssen wir sogar mehr schießen. Also 3:2 nur noch. Union bleibt wieder dran in der Partie. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Tors und ich denke, Albiol, Stellungsfehler. Das ist Alvaro Morata, okay? Krass. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Ja, tatsächlich. Das ist ein enges Spiel. Ori oder Henry. Das könnte es sein. Nein. Es war fair getrennt von Albiol. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, 20 Minuten spielen und Union hat sich wieder an die Partie zurückgekämpft. Sie gehen dazwischen. Ah, Malik Chao, der vorhin das Eigentor gemacht hat, steht hier goldrichtig. Morata. Tolles Zuspiel. Und Martin. Der plötzlich. Der ist nicht drin. Kaum zum Glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment. Noppal verhindert das 3:3. Ecke in die Mitte. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Jo, passt. Ecke. Schlussphase läuft. Die Gastgeber führen knapp. Die Fans glauben dran. Und ich muss auch sagen, sie wirken hier alles in allem stärker. Haben das im Großen und Ganzen im Griff. Auch wenn es immer noch eng ist, ein Tor, da kann natürlich noch was passieren. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Kein Absatz. Jetzt können Sie es entscheiden. Aubameyang. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Mit tollem Timing gehen Sie da dazwischen. Also Aubameyang bleibt vorne extrem glücklos. Aber Bayreuth bleibt dran. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ballbesitz ist weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Abgebrochen Morata, aber gut gemacht, verzögert. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Und jetzt hat er den Ball.
und angezeigt. Weiter Ball außen auf Ebenen. Flanke von Aubameyang. Oh, misslungene Befreiung hier. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gastgeber dürfen sich über einen Sieg freuen. Sieg für das Team mit dem besten Sturm. Und was die Tore angeht, lief es auch heute. Rache gelungen. Aber die Defensive, Wolf, die war mit dem ein oder anderen Problem bestückt. Und das wird auch Kritik geben, da bin ich mir ganz sicher. Es war hier knapp, unnötig knapp. Da müssen Sie besser aufpassen. Du kannst dich nicht nur auf die Offensive verlassen, egal wie überragend die ist. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben die Aufgabe gelöst. Zwar bleibt Aubameyang ohne sein Tor, aber er hat verdient das Sieg. Auf jeden Fall, muss man sagen. So ein bisschen. Es gab Phasen, da waren wir besser, es gab Phasen, da war der Gegner besser. Aber wie gesagt, von den Statistiken her, alles und alle mein verdienter Sieg. Dieser sechste Ligasieg in Folge. Und wir sind jetzt Tabellenführer, weil die Bayern unentschieden gespielt haben mal wieder. Juhu, jetzt brauchen wir noch 12 Siege, dann sind wir Meister. Naja, mal schauen. Gut, nächstes Spiel ist in Leverkusen, das ist der Tabellenfünfte. Und damit können wir ein weiteres Team ein bisschen sehr auf Distanz halten. Bis dahin, tschüss.